Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battles. Wir kämpfen heute seit langer, langer Zeit mal wieder gegen Janus und da bin ich sehr gespannt drauf, ob der sich noch weiterentwickelt hat. Er war ja so oder so schon ein sehr, sehr starker Trainer. Wir werden mit unserem Unlicht-Team antreten und dann schauen wir mal, was dabei rumkommen wird. Ich hoffe einen Sieg für uns, aber irgendwie hoffe ich auch natürlich, dass Janus sich hier noch einen Orden verdienen kann. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt, sich die Orden zu holen. Wir haben eine Deadline eingeführt und ja. So, wir haben hier also Simsala. Wir haben Suicune, stimmt. Suicune wird eine harte Number, sollten wir aber zusammen hinbekommen. Snibuna ist natürlich gefährlich, haben wir auch mit dabei. Ein Megascaraborn wahrscheinlich. Ich meine, es können auch viele andere Mega sein, aber ich denke Megascaraborn. Simsala und Knackrak. Okay, womit glaube ich denn, dass er anfangen würde? Nicht mit Nachtara, nicht mit Suicune. Die sind eher zum Einwechseln. Snibuna ist, glaube ich, eher als Reserve gedacht. Deswegen, und Scaraborn ist ein Mega. Ich würde halt zu Simsala irgendwie tendieren. Und da das so ist, würde ich mit Mr. Sniff, denke ich, beginnen wollen. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Aber was machen wir, wenn Scaraborn reinkommt? Haben wir da eine bessere Option? Mafuba beispielsweise wäre gegen beide ganz gut. Ich beginne mit Mafuba, hoffe, dass das kein Fehler ist und dann werden wir schauen, wie das so abgeht. Und ich notiere mir ganz kurz noch die Pokémon, wenn ich es schaffe. Okay, dann sollte es jetzt losgehen können. Ich drücke auf OK, wir haben alle 6 Pokémon dabei. Dann hoffen wir, dass er tatsächlich mit Scaraborn oder eben mit Simsala leadet. Und dass das hoffentlich gut enden wird für uns. Weil ein Mega-Scaraborn kann auch Krypuk sehr gefährlich werden, selbst wenn es keine sehr effektive Attacke dabei hat. Wir schauen einfach mal und hoffen, dass das alles gut gehen wird. Er beginnt mit Nachtara. Okay. Nachtara ist interessant. Womit würde Nachtara jetzt beginnen? Ich tendiere auf Toxin. Ich denke, ein Schmarotzer wird da nicht kommen. Ich glaube, Toxin wird kommen. Das heißt, Gigakuss wäre eigentlich ein guter Wechsel. Irrlicht kann Nachtara, glaube ich, nicht. Ich wüsste nicht, was sonst kommen sollte. Wir werden mal auf Gigakuss wechseln. Ich hoffe, dass ich nichts übersehe bei Nachtara. Er hat auf jeden Fall sehr schnell entschieden und scheint drin zu bleiben. Deswegen tendiere ich zu Toxin. Es kommt ein Schutzschild einfach. Okay, in Ordnung. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt die Giftspitzen erstmal raus. Könnte uns einen großen Vorteil im Verlaufe dieses Kampfes einbringen, beziehungsweise auch gar nicht so gut, weil wir eventuell das ein oder andere Pokémon noch in Brand stecken müssten. Deswegen weiß ich nicht, ob die Giftspitzen so eine kluge Wahl waren, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Vor allem, was er jetzt machen wird. Ich tendiere dazu, dass er auswechselt. Also ich glaube, rückwirkend betrachtet hätte ich doch lieber Schwertanz einsetzen sollen. Naja, mal schauen. Und Nachtara wird zurückgerufen und es kommt Knackrak rein. Okay, das soll uns natürlich hier mit Bodenattacken ordentlich zusetzen. Wir legen mal die Giftspitzen aus. Immerhin, vielleicht hat er ja ein Gift-Pokémon dabei. Nee, hat er eigentlich nicht. Das heißt, die kann er nicht aufsammeln. Und wir müssen hier dringend raus, weil uns ein Erdbeben erwarten wird. Für uns der perfekte Wechsel ist eigentlich Gyarados, womit er natürlich rechnen könnte und auf Steinkante gehen könnte. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Wir könnten auch auf Missgeburt gehen, aber da ist die Drachenklaue dann viel zu gefährlich. Wir gehen auf Gyarados und hoffen, dass das eine weise Entscheidung ist. Mal schauen. Mit einem Wechsel muss er eigentlich rechnen. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass er auf Erdbeben bleibt, aber hoffen wir, dass hier simples Denken mal von Vorteil war. Es wird auf jeden Fall erstmal zu Mega-Knackrak. Okay. Ich hätte jetzt mit Simsala oder mit Scaraborn gerechnet, aber mit Mega-Knackrak nun tatsächlich nicht. Und er geht auf die Steinkante, hat also Gyarados erwartet und das geht voll in die Hose. Nicht nur so ein bisschen, sondern voll in die Hose. Okay. Er greift mit Steinkante an. Können wir das irgendwie resisten? Gut resisten. Bin mir nicht sicher. Das war jetzt sehr effektiver Schaden, ne? Also ungefähr 150 KP. Bei einer Verteidigung von 99. 150 bei 99. Und Krypuk hat 128. Das heißt, da sollte es keine 75 KP abziehen. Was sehr gut ist. Bedeutet, wir gehen erstmal auf Mafuba und bewahren. Knackrak wird auch ausgewechselt. Oh, shit. Das ist nicht gut. Snibuna ist zumindest vergiftet. Dadurch dürfte der Fokus gut zerstört sein.
Vielleicht hat er mit einem Drachentanz... Naja, eigentlich muss er mit einem Eiszahn oder sowas gerechnet haben, oder? Ich glaube nicht, dass er mit einem Wechsel gerechnet hat auf Mafuba. Okay, wir kämpfen jetzt gegen Snibuna, das überhaupt nicht gut ist. Weil es mit einem Abschlag uns halt unsere Überreste entreißen könnte. Was ich jetzt gar nicht geil finde. Wir stecken ziemlich in Schwierigkeiten, muss ich sagen. Was ich nicht gut finde. Ich tendiere zu einem Wechsel auf Garados, um den Angriff von Snibuna zum einen zu senken und zum anderen den, ja, Garados zu opfern, weil ich glaube, es wird uns sowieso nicht mehr von Nutzen sein. Und dann hätten wir ein geschwächtes Snibuna, wo wir dann mit Despotar vielleicht ordentlich Druck ausüben könnten oder eventuell auch mit Gigakuss. Ich denke, mit Gigakuss wäre es dann besser. Von daher gehen wir, glaube ich, mal auf Garados, hoffen, dass er jetzt nicht hier auch wieder was dagegen hat, aber er bleibt zumindest drin. Hoffen wir, dass da jetzt kein Schwertanz kommt, weil das könnte auch theoretisch eine Möglichkeit sein. Und Schwertanz wäre eigentlich so das Schlimmste, was jetzt kommen könnte. Es kommt aber der Abschlag, wie erwartet. Okay, wir opfern Garados hier an der Stelle, senken aber den Angriff. Und jetzt gehen wir dann auf Despotar. Okay. Und wenn wir Despotar in den Kampf schicken, wer würde dann kommen? Warte mal, ich gucke mir ganz kurz die Attacken nochmal an. Wir haben Knirscher, okay, das heißt, wir haben was gegen Simsala in der Hand, wir haben auch gegen Suicune und Co. was in der Hand mit einer starken Steinkante und wir haben auch gegen Knackrak was in der Hand. Deswegen schicke ich Despotar erst einmal rein. Okay. Und ich denke, das Offensichtlichste, was er jetzt denken könnte, ist, dass wir mit Steinkante agieren werden. Das heißt, er wird wahrscheinlich ein Pokémon reinschicken, das Steinkante aushalten wird oder generell eine Attacke von uns. Das heißt, Simsala ist beispielsweise komplett raus. Nachtara glaube ich auch, weil Nachtara sonst zu viel Schaden fressen würde. Scaraborn würde von der Steinkante schon ziemlich in die Ecke gedrückt werden. Snibuna wird, denke ich, nicht drin bleiben. Und Suicune wird er, glaube ich, auch nicht in eine Steinkante einwechseln. Deswegen tendiere ich zu Knackrak und wir gehen auf den Eisheap. Und er ist auch am Grübeln und Überlegen. Hoffen wir, dass er nicht mehr weiß, dass wir einen Eisheap drauf haben. Weil das ist jetzt nicht so erwartend, also dass man das erwarten kann. Ich hoffe mal. Und er wechselt aus. Und jetzt bitte, bitte Knackrak. Suicune. Das ist Mist. Ich meine, klar, wir vergiften jetzt Suicune und klar, es bekommt auch Sandsturmschaden, aber ein Eisheap, und darauf sind wir halt gewalt, ist halt eher unpraktisch. Da hat er wieder gut gewechselt, leider. Muss man sagen. Und da bringt aller Schaden jetzt nichts. Von ihm könnte jetzt ein Gedankengut kommen. Er hätte auf jeden Fall die Zeit dazu, das zu machen. Während wir halt auswechseln müssen. Das ist, muss ihm halt klar sein. Und worauf würden wir auswechseln? Ich denke, auf ein nicht-physisches Pokémon, heißt auf Missgebot im optimalen Fall. Und Missgebot dürfte gegen Suicune einigermaßen ankommen, eher weniger. Aber es wäre okay. Auf Mr. Sniff können wir sowieso nicht wechseln wegen dem Sandsturm, das wäre ungünstig, da den Fokus gut zerstören zu lassen. Gigakuss wäre halt die beste Option, um Suicune down zu bekommen, aber da haben wir jetzt gerade nicht die Möglichkeit zu. Deswegen gehen wir mal auf Missgebot. Ist zwar der offensichtlichste Wechsel, aber mal schauen. Ja, wenn er auf Gedankengut geht, haben wir halt echt ein Problem, ne? Damit Missgebot irgendwie durchzukommen. Er geht aber auf Siedewasser, okay? Das ist in Ordnung. Wenn wir jetzt nicht unbedingt direkt burnen, ist das ganz nett. Wir kriegen direkt den Burn, okay. Das heißt, wir kriegen jetzt durch Sandsturm Unverbrennungsschaden und er bekommt halt durch Sandsturm und Vergiftungsschaden. In Ordnung. Okay. Von ihm könnte jetzt allerdings auch ein Wechsel auf Nachtara beispielsweise kommen. Er hat kein Feen-Pokémon dabei, ne? Das heißt, mit Draco-Meteor machen wir schon mächtigen Schaden. Und der wäre momentan vielleicht auch gar nicht so übel. Danach müssten wir aber halt wieder wechseln. Und da ist die Frage, wen wollen wir dann in ein Siedewasser reinwechseln? Wir haben 4 physische Pokémon. Das heißt, eigentlich können wir uns einen Draco-Meteor nicht erlauben. Wird er mit Suicune drin bleiben? Ich denke schon, weil er gegen uns auf jeden Fall mehr ausrichten kann, als wir gegen ihn.
Nur können wir halt auch nicht einfach irgendein Pokémon reinnehmen. Das wäre jetzt nicht so praktisch. Deswegen bleibe ich, glaube ich, drinne und gehe auf Finsteraura, wobei ja Finsteraura halt mit Scaraborn tankt, mit Nachtara tankt, mit Slibuna, glaube ich, tankt. Ja, wir gehen trotzdem auf Finsteraura. Und er ruft es zurück, okay. Wenn ihr jetzt nicht ausgerechnet Simsala reinruft, was sehr merkwürdig wäre, dann, ja. Ne? Naja, gut. Nachtara kommt, okay. Nachtara ist aber in Ordnung. Da können wir nämlich theoretisch einfach auf Pjondragi wechseln. Das könnte er natürlich riechen. Und auf Knackrack jetzt switchen. Bin ich mir nur nicht sicher, ob er das tun würde. Was soll denn Nachtara jetzt gegen uns machen? Vielleicht einen Wunschtraum rausholen, oder? Vielleicht einen Wunschtraum rausholen. Okay. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Also ich glaube, er bleibt drin, geht auf Wunschtraum. Und wenn wir auf Gigakurs wechseln würden, würde er danach auf Knacker kriegen. Heißt, wir könnten das versuchen zu predikten und dann auf Snibuna wechseln. Bis dahin dürfte der Sandsturm eigentlich auch vorbei sein. Wir haben jetzt eine Runde mit Despota gehabt. Zweimal hat Trikefalo Schaden bekommen. Das heißt, zwei weitere Runden. Also in der fünften Runde müsste der ja eigentlich aufhören, glaube ich. Wir gehen mal auf Gigakuss und hoffen, dass das die richtige Entscheidung ist. Ich denke, jetzt wird Wunschtraum kommen. Ich vermute es zumindest ganz stark. Es kommt Wunschtraum. Und jetzt erwarte ich eigentlich den Wechsel auf Knackrack. Das heißt, da müssten wir jetzt eigentlich wechseln. Er kann natürlich auch mit Nachtara drin bleiben, dann hätten wir ein Problemchen. Ja, wechseln wir jetzt tatsächlich Mr. Sniff in den Sandsturm ein. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt endet. Aber ich glaube, er hört in der fünften Runde wieder auf, oder? Ich meine, ja. Er macht bloß viermal Schaden, glaube ich. Dann würde ich das Risiko einfach mal eingehen. Wir müssen halt ein bisschen Risiko spielen und gehen auf Mr. Sniff, um ihn hier hoffentlich zu outplayen. Mal sehen. Mal sehen, ob wir ihn da rauslocken können. Oder zumindest in die Falle locken können. Wir sind schneller und wechseln zuerst. Okay. Wechselt er jetzt auch? Das ist die große Frage. Nein, wechselt er nicht. Er geht auf Schutzschild. Sandsturm legt sich. Okay. In Ordnung. Nachtara ist leider Gottes wieder fit. Wir sind halt mit Snibuna jetzt drin. Können gegen Nachtara nicht allzu viel machen. Während Nachtara uns theoretisch vergiften könnte. Wir können natürlich auch einfach risky, wie wir sind, auf einen Schwertanz gehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dann Nachtara wirklich bedrohen können nach einem Schwertanz. Weil ich vermute, dass jetzt eine Vergiftung kommt. Und dann kann es sich so lange mit Schutzschild heilen. Nee, das ist mir zum jetzigen Zeitpunkt noch zu riskant. Wir gehen zurück auf Gigakurs, was halt auch predicted werden könnte, oder? Egal, wir gehen auf Gigakurs. Hoffen wir, dass er nicht auf Knackrack jetzt wechselt. Wäre ein guter Wechsel. Aber das wäre auch ein sehr riskanter Wechsel, falls wir mit Snibuna angreifen. Deswegen werde ich das, glaube ich, nicht machen. Vitalglocke kommt erstmal. Okay. Damit heilt sich jetzt Nachtara selbst. In Ordnung. Ich würde einfach sagen, wir greifen jetzt einfach mal an. Nachtara kann gegen uns recht wenig machen. Oder wir hauen die Giftspitzen raus. Die zweiten. Die zweiten paar, dass wir schwere Vergiftungen verursachen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Wahl erstmal. Wenn wir schon die Giftspitzen draußen haben, dann legen wir die zweiten auch noch. Momentan sieht es halt eher mäßig für uns aus, aber ich glaube, dass wir den Kampf drehen können noch. Noch haben wir das Potenzial dazu, auch wenn es super, super schwierig wird. Und ich glaube, dass das momentan nichts wird. Nachtara wird zurückgerufen. Kommt jetzt Knackrack? Jetzt kommt Knackrack, okay. In Ordnung. Wird vergiftet, leider nur normal vergiftet. Und da kommen die Giftspitzen. Eben ist er auf Steinkante gegangen. Jetzt ist halt die Frage. Entweder er denkt sich, er wird auswechseln. Gehe ich halt auf Steinkante, weil da eventuell Trikefalo kommen könnte. Beziehungsweise würde er dann wahrscheinlich auf Drachenklaue gehen. Das wäre die eine Vermutung. Oder er denkt sich, dass ich das denke und dann drin bleibe.
Aber ich glaube fast, dass er das nicht denken würde, dass ich drin bleibe. Und deswegen würde ich ganz gerne in die Offensive gehen wollen. Glaube ich. Oder haben wir Optionen? Ich glaube nicht, dass wir Optionen haben. Und Gigakus bräuchten wir eigentlich auch noch, um gegen Suicune eine Chance zu haben. Aber ich glaube nicht, dass er... Ich glaube, ehrlich gesagt, mein Gefühl sagt mir, er setzt kein Erdbeben ein. Und ich vertraue mal auf mein Gefühl und gehe auf Nachthieb. Wir sind auf jeden Fall schneller, das ist gut zu wissen. Das war ein Volltreffer. Die Drachenklaue kommt, die sollten wir vielleicht packen. Ja, die packen wir. Und jetzt können wir Knackrack theoretisch finishen. Also nicht nur theoretisch, sondern eigentlich auch praktisch. Und jetzt könnte er wechseln. Und dann würde er den Nachthieb sehr gut parieren. Und jetzt könnten wir halt auf Risiko spielen und auf Schwertanz gehen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das so gut finde. Er könnte jetzt auch drin bleiben. Ich meine, Knackrack wird er eh nicht mehr retten können. Durch das Gift wird es bald sterben. Und so schnell ist Mega Knackrack nicht. Deswegen glaube ich, dass er drin bleiben wird und wir versuchen mal hier zu finishen. Er ruft tatsächlich zurück. Habe ich nicht mit gerechnet. Das ist schade. Dann wird Scaraborn kommen. Okay. Ich vermute sogar auch, dass wir schneller als Scaraborn sind. Nachthieb wird jetzt natürlich ganz gut pariert werden, denke ich. Ja. Okay. Scaraborn. Hat das normale Scaraborn Wertelink? Ich glaube nämlich nicht. Und dann würde er wahrscheinlich jetzt auf einen Philander gehen, weil der Wechsel auf Krypuk relativ offensichtlich wäre. Und damit würde er Krypuk zumindest ganz gut treffen. Und das können wir nicht allzu gut parieren. Aber Gift. Gift auf Kampf ist normal und Gift auf Käfer. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Aber ich glaube, dass es normal effektiv ist. Und daher würde ich das Risiko eingehen, weil wenn Nachthieb so viel ungefähr abgezogen hat und nicht sehr effektiv war, ich weiß nicht, ob es ein Volltreffer war, dann glaube ich, dass wir mit Giftstreich es besiegen können. Deswegen gehe ich jetzt auf Giftstreich. Aber Scaraborn ist sogar schneller, okay, ist wahrscheinlich Gewaltschalt. Das ist ein Problem. Dadurch verlieren wir Gigakus, was nicht so gut ist. Und Hochmut wirkt. Oje, 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 oje. Alles klar. Das ist ein Problem. Hochmut hat es als Fähigkeit. Es wird schneller sein als jedes unserer Pokémon. Bedeutet für mich, dass wir im Prinzip Mr. Sniff opfern müssen. Also opfern im Sinne von, wir müssen es einsetzen, um Scaraborn down zu kriegen. Und das werden wir machen müssen, denke ich. Von daher, Mr. Sniff, go. So, jetzt ist halt die Frage, wie attackieren wir? Wir können einmal mit Eiszapfhagel angreifen, dann könnten wir es besiegen. Oder aber wir greifen mit Abschlag an und dann sollte es langsamer als Trikefalo sein, weil es den Wahlschall verlieren würde. Ich tendiere aber zu Eiszapfhagel. Obwohl, wenn wir mit Abschlag angreifen würden, auch jedes eingewechselte Pokémon bekommen könnten. Und vielleicht will er sein Scaraborn gerade nicht opfern. Aber Abschlag würde halt sehr gut resistet werden. Deswegen müssten wir danach dann auch irgendein Pokémon opfern. Und das fände ich, glaube ich, nicht so geil. Weshalb ich auf den Eiszapfhagel gehe. Und versuche, Scaraborn zu besiegen. Schauen wir mal, wie gut das funktionieren wird. So, wir überleben. Kriegen den Fokusgurt, okay. Langfinger wirkt. Nice, wir holen uns den Wahlschal. Damit sind wir jetzt halt festgewahlt, aber zumindest sind wir in der nächsten Runde schneller als Scaraborn. Also selbst wenn wir es jetzt nicht besiegen, dann würden wir schneller sein. Okay, wir haben jetzt ein gewahlschaltes Snibuna. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ist auch merkwürdig, wie oft Langfinger in letzter Zeit zuschlägt. Das hat nie zugeschlagen und jetzt ziemlich, ziemlich häufig. Okay, wir sind schneller als das gegnerische Snibuna. Das ist ganz cool. Allerdings greifen wir halt mit Eiszapfhagel an. Und ob das so cool ist, weiß ich wiederum nicht.
Allerdings zusammen mit dem Gift können wir da echt sehr gefährlich agieren. Und deswegen würde ich, glaube ich, angreifen wollen. Eiszapfadel ist zwar nicht sehr effektiv, glaube ich. Eis auf Eis, bin ich mir nicht ganz sicher. Könnte nicht sehr effektiv sein. Könnte aber auch normal effektiv sein. Ich gehe auf Eiszapfadel. Ah, er hat Eissplitter. Ah, ich Dummkopf. Da habe ich zu kurz nachgedacht darüber. Klar, Eissplitter. Das war offensichtlich. Da jetzt Nibuna zu opfern, I don't know, ob das so gut war. Also Suicune wird eine harte Number werden, Leute. Das kann ich euch versprechen. Okay, mit Missgeburt werden wir da auch nicht durchkommen. Das heißt, wir müssten es irgendwie mit Mafuba schaffen. Mafuba hat allerdings nur Tiefschlag, ne? Dammit. Das sieht nicht gut aus für uns. Mafuba. Hat Abgangsbund immerhin. Ja, ich würde jetzt einfach mal auf Mafuba gehen. Weil Trikefalo brauchen wir noch für Knackrak unter anderem. Ich meine, Mafuba könnte dagegen auch ganz gut bestehen. So. Wir werden, denke ich mal, versuchen, möglichst viel Schaden zu drücken, oder? Er könnte aber auch auf Schwertanz gehen. Oder so. Aber das ist mir eigentlich relativ egal, glaube ich. Ich denke mal, ich gehe auf Tiefschlag einmal. Sollte ihm recht egal sein. Okay, wir können ein bisschen Schaden drücken. Das ist ganz gut. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt der Abschlag, leider Gottes. Das heißt, wir verlieren unsere Überreste. Der Schaden ist aber durchaus annehmbar. So, okay. Und jetzt gehen wir... Ich hatte ursprünglich überlegt, jetzt auf Abgangsbund zu gehen. Ist aber, denke ich, keine so kluge Wahl, weil Nibuna uns dann tatsächlich töten wird. So haben wir wenigstens noch die Chance zu überleben. Wir gehen auf den Tiefschlag. Es könnte jetzt auch ein Wechsel kommen. Könnte sein. Weil er dem Tiefschlag ausweichen könnte, so. Wir gehen, denke ich, auf Leitheiler. Okay, er bleibt drin mit Nibuna. Ich habe ehrlich gesagt tatsächlich mit einem Wechsel gerechnet, um dem Tiefschlag zu entkommen. Aber okay, Eiszapfadel kommt. Eiszapfadel packen wir und wir schrecken zurück. Och, nee. Wirklich jetzt? Ja, aber okay, es macht eigentlich keinen Unterschied. Wir können jetzt auf Tiefschlag gehen, um es zu besiegen. Nur sehr doof gelaufen. Ich glaube aber, dass jetzt ein Wechsel kommen könnte, oder? Dass es Nibuna noch einmal hat? Bin ich mir nicht sicher. Jetzt anzugreifen wäre irgendwie ein geschenkter Sieg für uns. Irgendwie schon. Ja, ich denke, wir haben eh verkackt. So traurig es ist. Aber ich werde auf Leitheiler gehen, in der Hoffnung, dass er wechselt. Das, tut er leider nicht. Dadurch ist Mafuba down. Schade, schade, schade. War unsere letzte Hoffnung, Mafuba zurück ins Spiel zu holen, weil Snibuna stirbt jetzt eh durchs Gift. Und alle anderen Pokémon danach, dann könnte er eins einwechseln, das ich pushen könnte. Und so könnte er unseren Tiefschlag umgehen. Das wäre alles nicht so geil. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mit... Ja, er kommt, könnte mit Knackrak halt kommen, ne? Also, warte mal. Er hat jetzt noch... Also, Snibuna ist down. Und was ist noch down? Scaraborn ist down. Das heißt, er hat unter anderem noch ein Simsala mit Fokusstoß wahrscheinlich. Und ein Knack... Ich denke nicht, dass wir das noch schaffen können. Wir setzen Despotar ein. Weil Despotar unsere pure Offensivgewalt ist. Und es kommt Simsala. Ja, jetzt brauchen wir Glück. Wir brauchen hier jetzt an dieser Stelle Glück, um Simsala besiegen zu können. Denn, ja, es wird Fokusstoß können. Fokusstoß ist relativ ungenau. Heißt, wir haben gute Chancen auszuweichen. Aber ich denke, letzten Endes wird das nicht reichen. Ja, gehen wir auf die Steinkante. Und hoffen wir. Fokusstoß kommt, Fokusstoß trifft, ja. Dann ist das Match hier an dieser Stelle leider entschieden. Mehr Hoffnung hatten wir nicht. Joa, weiß ich nicht, ob wir großartig fehlerhaft gespielt haben. Vielleicht ein bisschen ungünstig hier und da. Keine Ahnung.
Aber Giannis hat es sich halt auch einfach verdient, in die Liga einzuziehen. Von daher ist das alles in Ordnung. Wir können im Prinzip mit der Finsteraura angreifen. Wir werden eh nichts mehr reißen können. Da kann jetzt eventuell sogar noch ein Wechsel auf Nachtara irgendwie kommen. Macht aber nicht. Zweiter Fokusstoß, zweiter Treffer und damit, ja. Wir hatten auch ein bisschen Pech, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, ne? Mit dem Zurückschrecken beispielsweise von, weiß ich nicht mehr, wer es war. Das war zum Beispiel ungünstig. Der Eissplitter war ein Fehler von mir. Weiß ich nicht, ob uns Nibuna noch was gebracht hätte. Doch gegen Simsala vielleicht schon. Ja, dadurch, dass wir Gewaltschalt dann plötzlich waren. Vielleicht auch nicht. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall GG. Muss ich mich geschlagen geben. Da hatten wir jetzt keine großartige Chance. Und von daher herzlichen Glückwunsch zum Unlichtorden. Und zum jetzigen Standpunkt fehlt ihm dann nur noch der Flugorden. Kann aber sein, dass er den bei euch schon geholt hat. I don't know. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ihn momentan bei mir noch nicht. Gut, das soll es gewesen sein für diesen Kampf. Einen weiteren hängen wir, denke ich, noch hinten dran. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Nachdem wir nun also einen neuen Kandidaten für die Liga haben, möchte es auch die nächste wissen. Und zwar Kaltos. Tritt mal wieder an. Sie braucht noch zwei Orden. Nujikos Orden, da hat es bisher leider noch nicht geklappt. Und Chakrios Orden. Und da wird es halt auch super schwer, weil Eis versus Drache. Aber wir sehen hier schon mal eine interessante Neuerung. Sie hat zum einen wieder Seedraking und Gyarados mit, die natürlich eigentlich ganz gut gegen Eis klarkommen. Aber Gefriertrockner, Achtung, Achtung, Doppelschwäche, Lapras, Achtung, Achtung. Und Elesaat, das erste Nicht-Drachen-Pokémon in ihrem Team. Also neben Glurak. Glurak kann ja aber potenziell zum Drachen werden und so weiter. Aber Elesaat auch als kleine Ausnahme mit dabei. Ist ja eine Echse und daher finde ich, geht das auch irgendwie in Richtung Drache schon in Ordnung. Genauso wie ich auch Amphira finden würde, dass das in Ordnung geht. So. Ja, wir gucken mal in dieses Kämpfchen rein. Es wird sehr interessant. Elesaat natürlich mit Elektroattacken. Ich glaube, man spielt es häufig mit Walschall. Zumindest für Lapras gefährlich. Und ich denke, darauf wird sie sich ein bisschen vorbereitet haben, weil Lapras sie beim letzten Mal extremst zerstört hat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Von daher drücken wir die Däumchen für Kaltos, drücken wir die Däumchen für Chakrio. Auf geht's! So. Ja, das Arena Battle neigt sich dem Ende zu. Es gibt mittlerweile, falls ich es noch nie irgendwo erwähnt habe, eine Deadline, bis wohin alle Teilnehmer ihre Orden gesammelt haben müssen. Und von daher wird es schwierig. Es kommt jetzt so ein bisschen auf den Zeitfaktor drauf an. Aber ich denke mal, alle hatten jetzt genug Zeit und genug Versuche, um sich ihre Orden zu holen. Und hier wird es auch sehr interessant, denn Hungry geht durch einen Kopfstoß von Monaguras down. Monaguras zwar auch, hat vorher mit dem Fokus-Code überlebt oder mit Robustheit. Ich glaube, Robustheit kann es nicht haben. Daher war es wahrscheinlich der Fokus-Code. Und daher ist es ein Unentschieden hier schon mal. Und damit ist Rotom down. Soweit ich weiß, ist Rotom eines der Angst-Pokémon von Kaltos gewesen. Von daher schon mal sehr interessant. Hier jetzt Glurak gegen Rexblizzard, wo Flauschi natürlich voll im Nachteil ist. Wird ausgewechselt. Vielleicht für Lapras. Ja, für Lapras. Und ich denke mal, Kaltos wusste das. Wird möglicherweise auch auf den Drachentanz gehen. Mal gucken. Oder sie greift an, weil, aber eigentlich muss sie damit rechnen, dass er auswechselt. Von daher kommt jetzt hier an dieser Stelle was? Ein Drachentänzchen. Erstmal Dürre und so weiter, okay. Es kommt ein Drachentänzchen, okay. Jetzt ist die Frage, bleibt sie gegen Lapras drin? Denn Lapras hat zwar Wasserattacken, die sehr effektiv sind, aber die Sonne hilft da gerade ein bisschen. Und es kommt der Solarstrahl, okay. Ich wäre möglicherweise sogar einfach mit einem Flammenblitz rauf, weil in der Sonne und mit gepushtem Angriff hätte das sogar mehr Schaden, glaube ich, gemacht. So kriegt Lapras das sehr gut getankt. Da kommt die Hydropumpe, die sehr effektiv ist, der kriegt aber eben auch durch Sonne geschwächt wird und es zieht nicht einmal die Hälfte ab. Ja, holy macaroni. Der nächste Solarstrahl. Wie gesagt, ich glaube, Flammenblitz wäre besser. Vielleicht an dieser Stelle jetzt nicht mehr, weil es dann eben Rückstoßschaden bekommen würde. Und dann würde möglicherweise Volltreffer. Nice. Dann würde möglicherweise die Hydropumpe jetzt reichen. Von daher jetzt hier beim zweiten Angriff definitiv wichtig, mit Solarstrahl anzugreifen. Und jetzt wird Lapras rausgenommen. Damit also zwei Angst-Pokémon von ihr schon so gut wie down. Flauschi kommt. Ja, Flauschi wird zumindest den Solarstrahl tanken. Das schon. Wäre jetzt aber auch witzig, wenn dann Flammenblitz kommen würde. Aber ich glaube, das würde sie hier nicht machen. Oh, sie ging auf Steinhagel. Warum das denn? Warum nicht den safen Solarstrahl? Ah, aber das wäre richtig gemein gewesen jetzt hier an dieser Stelle, ne? Sogar Glück gehabt eigentlich.
weil dadurch, dass durch den Hagel die Sonne weg war, wäre er im Solarstrahl gefangen gewesen. Das war ein guter Move von Chakrio, den ich am Anfang gar nicht durchblickt habe. Jetzt mittlerweile schon. Mitra bekommt ein bisschen Schaden, wird auch auf Drachentänzchen gehen, wahrscheinlich. Ne, wird auch ausgewechselt. Okay, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Zug wir sind. Ich glaube, Frostetje hat jetzt keinen Angriff, ne? Also Frostetje greift jetzt zumindest an. Greift Frost... Ich weiß nicht, ob das hier gerade... Jetzt sind die Hagelkörner. Okay, jetzt habe ich wieder zurechtgefunden. Zweimal Stachler wird ausgelegt von Frostetje und Frostetje ist daher schneller als Illesaat, spricht nicht gerade für den Walschall. Gut, Toxin spricht auch nicht dafür. Aber in Ordnung. Das heißt, Illesaat ist jetzt nicht so super schnell. Frostetje ist schon mal vergiftet. In Ordnung. Während da jetzt aber auch schon einige Stachler liegen. Geht Dark Angel jetzt nochmal auf den Stachler? Nee, wird jetzt ausgewechselt an dieser Stelle. Und es kommt Firewall rein. Okay, das gute alte Mammutell soll jetzt ein bisschen tanken. Der Steinhagel wird, denke ich, ganz gut resistet werden. Wusste gar nicht, dass man Illewoltek physisch spielt. Hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Sondern ich hätte jetzt eher gedacht, dass man das mit Voltwechsel und sowas spielt. Aber okay, scheinbar nicht. Jetzt der Wechsel auf Lapras. Da kommt wieder Toxin. Okay, ich glaube... Ich verstehe nicht so ganz, warum. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen langsam im Kopf. Warum der Wechsel hier auf Lapras? Um es zu opfern? Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Aber warum nicht einfach ein Erdbeben mit Mammutell dagegen? Keine Ahnung an dieser Stelle. Wahrscheinlich, weil er Angst hatte, dass Mammutell langsamer ist und dann vergiftet werden würde. So kann Lapras auf jeden Fall tatsächlich nochmal einen Eisstrahl raushauen. Geht jetzt down. Aber Illesaat lebt halt immer noch. Deswegen hat er irgendwas mit Prio-Moves momentan. Firewall könnte einen Eissplitter haben. Kommt auf jeden Fall wieder rein. Und die Flinkklaue wirkt dadurch Toxin. Auf jeden Fall als erste Attacke. Mammutell wird vergiftet. Von daher war der Wechsel auf Lapras irgendwie nicht so sinnig, weil ein Erdbeben hätte halt auch von Anfang an gereicht. Deswegen keine Ahnung, was da der Plan dahinter war. So sinnvoll fand ich es jedenfalls nicht. Okay, Illesaat geht down, aber Mammutell ist zumindest vergiftet und es sieht echt nicht schlecht aus für Kaitos hier an dieser Stelle. Denn Lapras ist down und Rotom ist down. Rotom war ja relativ schnell wegen dem Walschal und eben auch sehr gefährlich wegen Blizzard. Und Lapras war eben wegen dem Gefriertrockner ultra gefährlich. Und das war eben besonders gefährlich für Amphitrite zum Beispiel oder auch für ihr Gyarados. Ihr Gyarados lebt, glaube ich, noch, ne? Wurde ja ausgewechselt, genau. Jetzt kommt Flauschi wieder mit dem Hagelalarm. Ja, das bringt zumindest in dem Sinne was, dass Blizzard immer trifft und es eben ein bisschen KP abzieht. Aber eine Lichtkanone ist natürlich, glaube ich, sogar gegen alle Eis-Pokémon von Chakrio sehr effektiv. Ich glaube, gegen Lapras nicht, Wassereis. Ich glaube, Wasser-Resistant-Stahl. Von daher wäre das wahrscheinlich da aushaltbar gewesen. Jetzt kommt ein Wechsel. Amphitrite wird wieder ausgewechselt. Und Juno kommt rein. Vom Typ... Das ist doof. Das ist ein richtig dummer Wechsel an dieser Stelle. Also vielleicht... Also höchstens um den Hagel wegzumachen. Wenn das der Plan war... Okay. Kann man machen. Vielleicht auch nicht... Naja, vielleicht... Um jetzt Druck zu machen mit einer Feuerattacke, ist es halt echt nicht so schlecht. Weil wenn Flauschi ausgewechselt wird, dann wird halt das einwechselnde Pokémon enormen Schaden bekommen. Und da kommt Trikefalo und Trikefalo geht auf den Feuersturm. Damit ist jetzt der Hagel für immer vorbei und die Sonne ist draußen. Also von daher war es vielleicht doch nicht so ein dummer Wechsel, wie ich das am Anfang erwartet habe. Das kann jetzt schon ordentliche Vorteile bringen. Und Firewall, klar, hat Speckschicht und damit sind Feuerattacken nicht so sehr stark dagegen. Aber dank der Sonne... dürfte das wieder futsch sein und es reicht halt trotzdem aus. Firewall geht hier an dieser Stelle auch down und das macht Kaitos sehr geschickt, muss ich sagen. Dann bleibt mir sogar die Stimme weg an dieser Stelle. Ja, jetzt kommt ein Abgangsboden von Dark Angel. Hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass es schneller ist als Trikefalo. Ist es aber dadurch der Feuersturm, der höchstwahrscheinlich reichen wird mit der Sonne, sehr effektiv und so weiter. Und dadurch geht auch Trikefalo down. Also Chakrio gibt sich hier an dieser Stelle noch nicht geschlagen, nimmt das nächste Pokémon mit. Und, ja, ich glaube, Zedraking und Gyarados sind noch auf der Seite da, oder? Und die werden, ja, eventuell ein paar Problemchen haben gegen Eisupper. Wobei Amphitrite eben auch speziell angreift und gerade mit einer Lichtkanone. Das wird gegen ein Eisupper schon extrem guten Schaden drücken. Yep, es überlebt zwar. Und es kommt mit einer Lawine daher. Lawine hätte aber mehr Schaden gemacht, wenn es schon über der Hälfte wäre. Dann hätte das definitiv gereicht. So oder so.
Auch wenn der Schaden nicht verstärkt worden wäre, weil wenn es über der Hälfte wäre, hätte der Schaden eben gereicht, ne? Ihr versteht schon. Aber so wird Amphitrite dieses Duellchen hier höchstwahrscheinlich gewinnen. Ja, ich wusste nicht, wie Ice Upper sich jetzt hier schützen sollte. Den Wechsel habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich meine, Lawine macht keinen Schaden gegen Gyarados. Okay, man kann daher wechseln, aber eine Lichtkanone hätte ja eben ausgereicht. Und das Wissen dürfte man, denke ich, auch haben, ohne dass man die KP im Auge hat. Also genau sieht, wie viel es ist. Ice Upper natürlich direkt wieder paralysiert. Das kann Kaidos sehr, sehr gut. Wenn es mal mit Donnerwelle paralysiert ist, dann kann es auch nicht angreifen. So ist es nun mal. Deswegen die Donnerwelle auf jedem ihrer Pokémon gefühlt. Und sie funktioniert. Jetzt kommt wieder der Wechsel zurück auf Amphitrite, was noch komischer ist, weil jetzt zum einen die Tarnsteine Schaden machen und wenn da jetzt eine Lawine kommt, dann ist Amphitrite halt down. Okay, ich meine, jetzt kommt Gyarados halt wieder rein, senkt halt den Angriff nochmal, aber wenn da mal ein Volltreffer bei ist oder so. Also ich finde, das ist gerade sehr kompliziertes Spielen, was an dieser Stelle nicht hätte sein müssen. Das Duell hätte, glaube ich, schon viel früher entschieden sein können. Ich glaube, Shakrio hat nur noch dieses Pokémon. Jetzt kommt eine Steinkante. Die ist zwar sehr effektiv, wird aber von Ice Upper eben auch ganz gut getankt, weil es eben eine physisch extrem gute Defensive hat. Jetzt ist Mitra über der Hälfte. Wenn Ice Upper jetzt nochmal den Angriff landen könnte, dann würde das echt gut Schaden drücken. Aber ich glaube, dafür reicht es nicht. Steinkante geht daneben. Ice Upper geht auf Genesung. Oh je. Yeah. Wenn Lady Kaidos sich jetzt hier mal nicht das Duell vollkommen verspielt hat, dann weiß ich auch nicht. Oh, 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 oh. Im Normalfall dürfte jetzt eine Lawine kommen, die halt doppelten Schaden macht. Das dürfte fast reichen. Eine Steinkante, ja, zieht fast 100 KP ab. Das heißt, die nächste Steinkante dürfte auch reichen. Reicht die Lawine jetzt hier an dieser Stelle? Nein, reicht sie nicht. Das war aber zu erwarten. Und ich glaube, die Steinkante wird jetzt schon reichen. Steinkante kommt, Steinkante trifft und Steinkante reicht aus. War auch ein Volltreffer. Aber holy shit. Kaidos. Du hast es hier dir extrem umständlich nochmal gemacht. Also da hätte eine Lichtkanone mit Seedraking gereicht. Du wärst schneller gewesen und es hätte gereicht. Aber nein, da kommt der Wechsel auf Gyarados und dann wird das Spiel nochmal kompliziert gemacht und vor allem spannend gemacht, was für uns als Zuschauer natürlich erstmal eine kleine Facepalm mit sich brachte, aber es wurde echt super, super spannend, das kann man nicht anders sagen. Aber letzten Endes hat es gereicht, also bis auf dieser eine Fehler jetzt hier am Ende, gut gespielt, extrem gut gespielt, wirklich Shakrio sehr, sehr hervorragend rausgenommen. Vor allem kontertechnisch extrem gut gemacht. Mit Monagoras zu Beginn, weil eben so oft Rotom kommt. Und mit Focus Gold überlebt es eben einen Blizzard und kann dann mit einem Kopfstoß immensen Schaden reindrücken und Rotom schon mal rausnehmen. Da hat Monagoras wirklich seinen Zweck mal erfüllt. Dann wurde Lapras extrem schnell rausgenommen. Ich weiß gar nicht mehr durch wen oder was, aber auf jeden Fall war das auch gut gemacht. Und dann waren eben die schlimmsten Kaliber schon raus. Dann der Wechsel auf Glurak, den ich erstmal als dumm bezeichnet habe, der sich im Nachhinein aber wirklich als sehr, sehr wertvoll herausgestellt hat, fand ich sehr gut. Und da waren einige weitere Züge mit dabei, die wirklich, wirklich gut durchdacht waren. Und von daher hier an dieser Stelle auch verdient den Eisorden gewonnen. Und da gehört auch ein bisschen Respekt mit zu, denn mit Drache gegen Eis zu gewinnen, das ist nicht gerade leicht. Auch wenn sie natürlich mit Glurak und Illesaat zwei Ausnahmen dabei hatte. Aber für mich ist das immer noch ein Drachenteam. Und ja. Und Gyarados ist natürlich auch nochmal eine Ausnahme. Gut, die Ausnahmen häufen sich langsam. Aber Gyarados, Glurak, den kann man schon als Drachen durchgehen lassen. Und Illesaat sehen wir dann als Ausnahme an. Von daher war das schon irgendwo ein Drachenteam. Und das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Das bedeutet, wir werden definitiv noch einmal Lady Kaidos gegen Nojiko sehen. Und da muss Kaidos eine ähnlich gute Leistung abrufen wie heute. Dann kann das was werden und dann kann es auch für die Liga reichen. Es ist sehr, sehr knapp. Ein Orden fehlt noch. Von daher, ich drücke die Däumchen und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo es ja vielleicht dieses Duell schon wieder gibt. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Wir alle haben keine Ahnung. Von daher, bis dahin. Wobei, warte mal. Ich gucke jetzt einfach mal für euch nach, denn ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Denn morgen, ja, morgen gibt es erstmal keine weiteren Arena Battles, sondern wir starten mit einem neuen Liga-Run und mal gucken, wie der werden wird. Von daher
Schaltet morgen auch wieder ein, wenn es heißt Arena Battle!